Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Nein, ist eigentlich eine Challenge, denn wir haben ja schon mal den Hot Chip getestet, beziehungsweise habe ich schon dreimal den Hot Chip getestet, einmal normal. Einmal dann mit Hannes nochmal im Duo, einmal mit Jenaya, wo wir den auf einen Burger gemacht haben. Wir haben schon getrocknete Carolina Reapers gefressen. Wir haben Chili-Wettbewerbe gemacht mit Chilischoten essen. Wir haben den schärfsten Gummibären der Welt gegessen und so weiter. Ich bin immer einer, der gerne scharf isst, der gerne immer Grenzen austestet. Den Marke Bauer Chip habe ich probiert. Habe ich alles relativ gut weggesteckt, muss ich mal sagen. Man merkt, dass man so eine kleine Schärfetoleranz aufbaut. Heute geht es aber nicht um Schärfe, heute geht es um Salz. Denn neben der Hot Chip Challenge gibt es eine Salt Chip Challenge, also eine salzige Chip Challenge. Ich habe da letztens im Internet von gehört, habe direkt gestöbert und habe mir mal zwei Salt Chip Challenges bestellt. Die möchte ich jetzt aber nicht auf einmal essen. Nein, eins ist für Hannes. Eins ist für mich, morgen am Freitag kommt der Hannes. Das ist der letzte Abend, wo ich die Möglichkeit habe, diesen Salt Chip alleine zu testen. Ich möchte den auch mal alleine testen jetzt. Möchte ich euch gleich vorstellen, zeigen. Weil, wenn Hannes da ist, möchte ich einfach Hannes mal den Salt Chip testen lassen und möchte hinter der Kamera agieren, ihn direkt filmen, direkt schön ins Gesicht rein und mal gucken, wie ihm der schmeckt, dass wir nicht nebeneinander sitzen und beide so auf oberkrass und cool tun, dass er gar nicht weiß, wie ich drauf reagiert habe, ich aber dann sehe, wie er reagiert. Ich werde jetzt auch nicht viel reden, ich mache den jetzt direkt mal auf, denn ich möchte genau wie beim Hot Chip den komplett essen, zerkauen, runterschlucken und dann 5 Minuten ohne Trinken oder irgendwas auskommen. Beim Hot Chip war es natürlich, dass die Leute, dass den scharf war, die wollten neutralisieren mit Milch und dem Ganzen drumherum. Bei dem Salt Chip kann ja sein, der ist so salzig, dass du unbedingt trinken willst, weil du Durst hast oder weil alles trotzdem brennt oder unangenehm ist. Ich werde jetzt auch wieder 5 Minuten, ich habe mir sogar extra einen Eimer. Hier ist ein Eimer, ne? Weil manche gesagt haben, da musst du kotzen, du musst erbrechen. Auf der Packung seht ihr ja auch, da wird gekotzt. Also ich weiß nicht, wie sich das auswirkt. Falls doch die Stricke reißen, habe ich hier eine super geniale Schwippschwapp, die ich mir dann aufmache, um einen Schluck zu nehmen. Und ein Handy, wo ich gleich 5 Minuten Timer reinmache. So, den haben wir jetzt wieder auf. Das ist wieder ein Sarg. Mehr dazu aber gleich. Hier haben wir so ein Päckchen, diesmal in Blau. Sieht gut aus. Wir reißen das oder wir versuchen es mal aufzureißen. Bianca hat es ja irgendwie nicht geschafft, die Tüte aufzureißen. Ich habe jetzt einmal kurz so dran gezogen und die Tüte ist, na gut, oh, ich habe das so knapp oben jetzt gerade leider aufgerissen, dass da jetzt was fehlt. So, hier ist jetzt dieser Chip drin, der grüne Chip. Also keine Ahnung, wieso das bei ihr nicht ging. Fühlt sich für mich an wie eine ganz normale Tüte. Für den Show-Effekt haben wir jetzt hier noch so einen Handschuh, wo man Haare mit färbt. Den nehme ich jetzt auch mal hier an. Pack den mir an die Pfote dran. So. Nehme den Chip jetzt hier raus. Natürlich mit dieser Hand. So, pack den mal hier drauf. Das ist der Chip. Haben schon alle gesagt, der ist natürlich sehr dick. Und sehr robust, der sieht halt eigentlich richtig genial aus, sieht aus wie ein Wasabi-Chip. Ich möchte dann die restlichen Sachen in Ruhe nochmal zeigen, während wir den essen. Jetzt muss ich hier aber nochmal drauf drücken. Wie mache ich das jetzt? Ich muss jetzt hier irgendwie, oh, leck mich doch, aber jetzt brauche ich hier wieder die Tastensperre. Mein Fingerabdruck stimmt nicht. Ich will doch nur hier rein und will die 5 Minuten dann starten lassen, wenn ich den Chip im Ganzen jetzt in den Mund nehme und probiere. So. So, der Chip ist weg. Wir starten mal die 5 Minuten
ohne zu trinken, ohne irgendwas. Oh. Jetzt verstehe ich auch, was die Leute alle sagen, dass das halt übelst räudig ist, übelst abartig. Mir zieht sich gerade der ganze Mund zusammen. Das ist mega salzig, ja. Das ist mega unangenehm. Das schmeckt nicht nach einem salzigen Chip, sondern wirklich einfach wie eine Tonne voll Salz direkt in den Mund rein. Ich kann die Leute verstehen, Bianca hat das glaube ich auch gesagt. Man würde sie lieber nochmal den Hot Chip probieren, den Hot Chip essen, statt den Salt Chip. Denn den Hot Chip, der hat wenigstens geknuspert. Der war knusprig, der war lecker, der hat wie ein Chip geschmeckt und dann nach dem Essen hat sich so Schärfe aufgebaut. Die Schärfe war präsent, die Schärfe hat dir Tränen in die Augen getrieben, alles Mögliche. Das war brutal, das musstest du aushalten. Da war das Essen nicht das Problem, da war das 5 Minuten Aushalten danach das Problem. Ohne die, gegen diese heftige Schärfe, die dann aufgetreten ist, anzukommen. Hier ist das Problem, das Essen, ja. Denn du zerkaust das, das ist wie eine Tonne Staub, die sich im Mund bildet, als hättest du lauter Sand in der Fresse. Übelst salzig, übelst staubig, übelst trocken. Ich bin Asthmatiker normalerweise. Ich habe jetzt eh gedacht, ich sterbe einfach nur. Da steht zwar überall drauf, dass der jetzt nicht schädlich sein soll, dass der eigentlich ungefährlich sein soll. Außer bei Kleinkindern und so. Aber ich kam mir noch nie so eklig und so dumm vor, wie jetzt gerade beim Essen von diesem dämlichen Solche. Und dass manche davon Brechreiz bekommen. Ich merke jetzt auch schon, mir dreht sich alles im Magen. Ich hatte vorher schon Sodbrennen den ganzen Tag, weil es der letzte Tag ist. Musste ich das aber jetzt durchziehen. Und ich merke auch jetzt, der schlägt sich bestimmt trotzdem auf den Magen. Ist einfach abartig. Ich freue mich dann schon, wenn ich dann irgendwann mal was trinke. Die Verpackung sieht gut aus, das passt, das Ding zeigt genau so, wie der schmeckt. Der ist einfach zum Kotzen, der ist richtig abartig. Ihr habt hier also das blaue Tütchen, wo dort steht Salt Chip Challenge. Die Tüte sieht eigentlich cool aus, die glänzt auch schön. Also das ist ein Hingucker, das würde ich mir auch aufheben. Wir sind bei 2 Minuten 40, zeigen euch also nochmal den Sarg. Ein blauer Sarg, es gibt ja noch einen grünen Sarg, das ist dann das Sour Chip in der Sour Chip Challenge, den stelle ich mir auch richtig eklig vor. Ja, da bin ich noch nicht rangekommen, da muss ich nochmal gucken. Den würde ich nicht nochmal kaufen. Den würde ich nicht nochmal kaufen, damit auch keine Experimente. Der ist wirklich eklig und ich finde ihn viel schlimmer als den Hot Chip, weil rein der Geschmack einfach so extrem abartig ist. Und das Zerkauen und das Runterschlucken, da lieber nochmal Hot Chip und den Hot Chip sich irgendwo auf Pizza streuseln oder so, damit man so eine scharfe Pizza essen kann. Oder wie wir auf Burger gelegt nochmal mit Burgern probiert, da hat das gepasst. Achtung, auf dem Beutel sind Produktionsdatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, Chargenummer und Nettogewicht angegeben. An einem trockenen, kühlen, feuchtigkeitsfreien, geruchslosen, nicht direkt Sonnenlicht ausgesetzten Ort und bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen sollte es vorzugsweise innerhalb eines Tages verbraucht werden. Ja, und das war's eigentlich. Warnung: Vermeiden Sie den Verzehr, falls Sie allergisch auf Salz reagieren. Die Einnahme dieses Produkts ist für schwangere Frauen und Personen mit gesundheitlichen Problemen nicht geeignet. Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ja, ansonsten Salz 40 Gramm. 40 Gramm Salz bei 100 Gramm, das heißt 40% Salz. Wir können es nochmal aufklappen, wir sind bei 4 Minuten 17. Enjoy your meal steht hier, ja. Genieße deine Mahlzeit. I hope you are ready for an unforgettable salty experience. If you want to win the challenge, you have to eat the whole chip. Also den ganzen Chip essen. You will feel like you have drunk a lot of seawater. Du fühlst dich, als hättest du lauter Meereswasser getrunken. Share your experience with us while filming yourself eating the chip and using the salt chip challenge. Hashtag good luck, my friend. Das ist alles. Rückseite, Vorderseite. Rückseite und Vorderseite. Grünen Chip haben wir gezeigt. Tütchen haben wir gezeigt.
Die 5 Minuten sind auch um. Ohne was zu trinken. Ich trinke jetzt einfach nur, um zu zeigen, dass das Ding halt wirklich richtig räudig ist. Einfach nochmal einen Schluck von der guten Schwippschwapp. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Ich bin mal gespannt, wenn Hannes den probiert, wie Hannes der Chip schmeckt, was er dazu sagt. Und ich bin so froh, dass wir das nicht gemeinsam gemacht haben und ich noch eine Hannes-Version dann irgendwann hochladen kann. Ansonsten, wer das probiert hat, Hut ab. Aber kann ich nicht empfehlen. Ich empfehle den Hot Chip für einfach mal was Experimentelles, aber das ist einfach nur wirklich extrem abartig, schmeckt nicht. Bäh. Autoprucke-Eimer kam nicht zum Einsatz. Das war's. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Obwohl, kurz noch kleine Anmerkung bei dem Hotchip natürlich, du hast den einfach kurz gegessen, kein Problem, und danach haben die Qualen angefangen. Hier hast du halt beim Essen, in dem Moment, wo du es zerkaust, die Qualen. Sobald du es aber runtergeschluckt hast, ist es halt direkt vorbei und es ist alles okay eigentlich. Was es später macht, kann ich jetzt nicht sagen, aber beim Hotchip hast du halt dann übelste Nachwirkungen erstmal gehabt, nachdem du es verzehrt hast. Hier ist das Verzehren meiner Meinung nach das Problem. Aber du bist schnell dann wieder raus und wieder in deiner Wohlfühloase. Das ist meine Erfahrung. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und ich bin mal gespannt, ob wir den Sauerchip auch noch irgendwie bekommen, die Sauerchip-Challenge. Der kommt in die Sammlung und... Peace out, Vorhaut. Danke, Hannes. Bald du.